Michael, ich starte mit einer einfachen Frage. Wer bist du in einem Satz? Ich bin vielleicht wie eine Pflanze, die sich dann irgendwo hinpflanzt und dann schaut, was daraus wird. Also ich bin besonders stark, wenn ich irgendwo bin, am Ort, und dann schaue ich einfach um mich herum und schaue, was da passiert, und alles ist eigentlich exotisch. Ich habe auch gelesen, du seist provokativ, engagiert. Ich würde gerne auf diesem Begriff provokativ bleiben. Man sieht hier auch an diesem Bild, dass du hast gesagt, ich suche die Tabuthemen. Du hast sie in der Schweiz auf der Straße gesucht. Was ist dein Anliegen? Was ist dein Ziel? Das Grundsätzliche, ohne ein Thema jetzt eigentlich ist. Ich meine, die Fotografie, ich bin mir bewusst, mit Fotos kann man die Welt nicht verändern, aber man kann einen Gedanken in einem ein bisschen lahmen Hirn provozieren, damit dann da etwas passiert. Der Mensch sieht selektiv. Er sieht das, was er sehen will, und das, was er nicht sehen will, blendet er aus. Und ich komme als Fotograf und zeige ihm dann, was er auch sehen hätte können, aber er nicht gesehen hat, weil er es nicht sehen wollte. Ich nehme das und mache es dann in ein Buch oder mache es auf eine Plakatwand oder ich zeige es dann, und dann kriegt es eine neue Dynamik. Zum Beispiel dieses Beispiel mit Kokainlauf. Da bin ich 2 Jahre lang mit Peter und Astrid rumgehangen, quasi 2 Jahre aus ihrem Leben dokumentiert. Ja.